Wie unterscheidet sich die Wirtschaft der neuen Türkei des Jahres 2022 von der alten Türkei vor 20 Jahren? Also von jener Zeit, bevor die AKP-Regierung gewählt wurde. Die AKP-Regierung strebt seit 2003 nach Gerechtigkeit und wirtschaftlichem Aufschwung in der Türkei. Aber ist es der von Erdoğan gegründeten Mittepartei AKP auch wirklich gelungen, eine Verbesserung der Wirtschaftsleistung in der Türkei zu erreichen? Der türkische Präsident sagte am Wahlkampf vor 20 Jahren, er werde die neue Türkei bis 2023 zu einem der 10 stärksten Wirtschaftsnationen führen. Das war ein großes und gewagtes Ziel, denn die alte Türkei platzierte sich 2002 mit einem jährlichen BIP von 200 Milliarden Dollar auf den 55. Rang aller Volkswirtschaften. Die neue Türkei steht mit einem BIP von 815 Milliarden Dollar heute kaufkraftbereinigt auf dem 11. Rang. Der Export steigerte sich von 22 Milliarden auf 220 Milliarden Dollar in der neuen Türkei. Diese Wirtschaftsleistung wurde mit einer Strategie erreicht, in der die Schulden nicht zugenommen haben. Denn die AKP übernahm Staatsschulden der alten Türkei von über 70% des damaligen BIP. Diese wurden reduziert und die neue Türkei verwaltet heute Staatsschulden in der Höhe von 42% des BIP, was den Staatsschulden der Schweiz entspricht. Das Handelsbilanzdefizit der Türkei ist aber noch vorhanden, weil durch das stetige Wachstum und neuen Rekorden auch immer mehr Energie importiert werden muss. Die türkische Zentralbank machte große Schritte vorwärts und stockte die Reserven auf. Denn die alte Türkei besaß weniger als 20 Milliarden Dollar an Geldreserven. Erst die neue Türkei erhöhte die Reserven bis rund 128 Milliarden Dollar und heute liegen die Devisenreserven bei 70 Milliarden Dollar. Zu dem Zeitpunkt, als die politische Opposition nach 128 Milliarden Dollar fehlenden Bankreserven suchte, hatte die Zentralbank rund 500 Tonnen Gold in die Reserven aufgenommen. Heute besitzt die Türkei rund 700 Tonnen Gold als Reserven. In der alten Türkei waren es noch 116 Tonnen Gold. In der neuen Türkei gab es einen Aufschwung, welcher auch die Bevölkerung zu spüren bekam. Während der Mindestlohn noch bei umgerechnet 80 Dollar pro Monat lag, bekommt man heute rund 350 Dollar. Mit 200 Dollar Durchschnittseinkommen in der alten Türkei gab es kaum eine Mittelschicht. In der neuen Türkei liegt der Durchschnittslohn bei 1600 Dollar, während 14,6% darunter verdienen. So kann heute die Mehrheit der Türken auch Urlaub im Ausland machen, was in der alten Türkei undenkbar war. Die neue Türkei hat mit einer Inflation von 80% zu kämpfen, was aber in der alten Türkei noch viel schlimmer war, weil die Löhne nicht angepasst wurden. Es gab also einen bemerkenswerten Aufschwung von der alten Türkei zur neuen Türkei, was jeder Türkei-Gegner eingestehen muss.